Herr Steele, das letzte Derby erstmal für eine lange Zeit zwischen dem FV Dachslanden und dem DJK Dachslanden. Mit welchen Emotionen hat man das Spiel verfolgt? Ja, die Emotionen sind, wie soll ich sagen, ist nicht so einfach, aber wir sind eigentlich in einer Situation, dass wir schon sehr weit sind, was die Fusion angeht. Und von daher denke ich, sind die Emotionen gar nicht mehr so hoch, sondern wir werden nächstes Jahr ein gemeinsamer Verein sein. Und von daher ziehen wir auch jetzt schon an einem Strang, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir sitzen schon in den Planungen für die nächste Runde. Und ja, es war halt ein letztes Derby, ganz klar. Aber ich denke mal, viele freuen sich eigentlich schon auf das nächste Jahr, auf die nächste Saison. Können Sie mehr dazu sagen, was in Anbetracht der Fusion jetzt geplant ist und was jetzt in nächster Zeit passieren wird, längerfristig? Also ganz kurzfristig sieht es so aus, dass wir eine Arbeitsgruppe Spielbetrieb haben, die sich darum kümmert, wie der gemeinsame Verein in der nächsten Saison eben startet. Dazu muss der Badische Fußballverband jetzt noch Ende März eben eine Entscheidung treffen. Wir wollen, das ist die Planung, mit 3 Mannschaften in die nächste Runde starten. Das wäre dann, so ist geplant, A, B und C-Klasse. Wir sind, wie gesagt, in der Arbeitsgruppe schon feste daran zu planen. Wir sprechen mit den Spielern vom EVD, wir sprechen mit den Spielern von der DJK, wir sprechen mit den Spielern aus der SG A-Jugend, die jetzt dann ab nächstes Jahr in der Aktivität spielen. Ja, ich sage jetzt mal, die Planung sieht eben so aus, dass wir in der A-Klasse vorne mitspielen wollen, eine gute Mannschaft stellen wollen, dass wir auch in der B-Klasse eine gute Mannschaft stellen wollen, die vorne mitspielen kann, und eben auch in der C-Klasse eine, ich sage jetzt mal, ja, Mannschaft stellen wollen, die eben auch Erfolg haben kann. Zum Spiel heute. Da hat man mit 2-0 verloren. Wie haben Sie es gesehen? 2-0 verloren, hört sich deutlich an, aber so ganz so deutlich war es eigentlich gar nicht. Das 1-0 so kurz vor der Halbzeit war etwas unglücklich für die DJK. Das 2-0 ist erst, ja, kann man fast sagen, mit dem Schlusspfiff gefallen. Von daher war es zwar, ja, offen noch das Spiel, aber es gab auf beide Seiten nicht allzu viele Torraumszenen. Von daher war es sicherlich kein Derby der zurückliegenden Jahre, wo sehr viel mehr Emotionen und so weiter drin waren. Aber ja, wir müssen die DJK muss mit der Niederlage leben. Wir haben uns heute deutlich besser verkauft als beim letzten Spiel, das wir ja bekanntlich zu Hause mit 1-0 gegen der Tabelle letzte verloren haben. Von daher war es für uns ein Schritt nach vorne, und ja, ich denke, auf der heutigen Leistung können wir aufbauen, und wir versuchen eben in den nächsten Spielen eben noch dementsprechend Punkte zu holen. Rechnerisch sind Sie auf einem Abstiegsplatz, vorletzter Platz. Hat es überhaupt eine Bedeutung? Im Endeffekt hat es eigentlich keine Bedeutung, weil ja ein Verein, wenn der Badische Fußballverband das so durchwinkt, so oder so nächstes Jahr in der A-Jugend spielt, oder eine Mannschaft, so muss man sagen, nicht ein Verein. Aber natürlich sind wir, so sagt man ja, der Dino der A-Klasse, 33 oder 34 Jahre jetzt schon, ununterbrochen, die DJK in der A-Klasse. Und eigentlich haben wir uns schon vorgenommen, dass wir da auch dieses Jahr nicht auf dem Abstiegsplatz stehen wollen, sondern dass wir auch da auf einem besseren Platz eben ganz einfach abschließen. Aber ja, es fällt, glaube ich, auch den Spielern ein klein bisschen schwer, da die richtige Motivation zu finden, sage ich jetzt einfach mal, habe ich das Gefühl. Ihr nächster Gegner ist jetzt Lidolsheim. Was wird das für ein Duell? Ja, ich sag mal, Lidolsheim war auch immer ein Gegner, gegen den man eigentlich gern gespielt habe, wo auch immer was für die DJK drin war. Und ich denke mal,
nach dem Spiel von heute, das ja schon eine deutliche Leistungssteigerung war im Vergleich zum letzten Spiel, werden wir natürlich im Jagdgrund versuchen, da einen Sieg zu landen und vielleicht irgendwo den Anschluss nach vorne zu finden. Herr Steele, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg und ja, gute Fusion oder was auch immer man dabei sagt. Ich danke auch für das Gespräch.